Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial von thetutorial.de. Heute zeige ich euch, wie ihr einen eigenen Minecraft-Server erstellen könnt, und zwar mit Hamachi und Bucket. So, zunächst gehen wir auf thetutorial.de, wo wir dasselbe Tutorial in schriftlicher Form vorfinden und laden uns zuerst den aktuellen Bucket-Build runter. Dazu klicken wir hier drauf. Dann speichern wir die runtergeladene Datei in einem beliebigen Ordner. Zuerst erstellen wir einen neuen Ordner, nennen den zum Beispiel Server, der Name ist jedoch nicht relevant, und ziehen dort die JAR-Datei rein. Dann laden wir uns eine weitere Datei runter, das ist hier die run.zip, und die ziehen wir in denselben Ordner. So, nun machen wir Rechtsklick auf die run.zip und drücken auf Hier entpacken. Jetzt können wir die ZIP-Datei löschen und es bleibt eine BAT-Datei übrig. Jetzt können wir diese BAT-Datei ausführen. Es öffnet sich eine Konsole, aber die Bedeutung dieser Konsole ist erstmal nicht relevant. Gut. So, wenn alles fertig geladen ist, steht hier unten Done und ihr könnt die Konsole wieder schließen. Das heißt aber gleichzeitig auch, dass ihr den Server beendet. So, nun gehen wir auf Server.Properties. Die öffnen wir mit Editor oder mit Notepad. Gut, hier steht jetzt Server-IP und die ändern wir jetzt zu unserer Hamachi-IP. Die wäre bei mir 5.124.183.15. Gut. Jetzt, falls ihr die gecrackte Version von Minecraft spielt, ändert ihr noch euren Online-Mode auf False. Jetzt speichert ihr das Ganze und erstellt ein neues Netzwerk. Dieses Netzwerk könnt ihr nennen, wie ihr wollt. Ich nenne es mal Server Tutorial. Das Passwort ist egal, ich nehme jetzt einfach mal 1, 2, 3. So, jetzt haben wir hier dann dieses Netzwerk erstellt. Und jetzt kann jeder, der auch Hamachi hat, in dieses Netzwerk beitreten und kann auf eurem Server spielen. Um dies zu ermöglichen, müssen wir jetzt wieder auf Run drücken. Jetzt sehen wir, dass der Server erneut startet. Jetzt starten wir Minecraft, loggen uns ein so, drücken nun auf Multiplayer, dann gehen wir auf Add Server. Der Servername ist egal, ich schreibe jetzt einfach mal mein Minecraft Server. Und die Serveradresse ist jetzt in unserem Falle localhost, weil das halt unser Computer ist. Aber für alle anderen ist das 5.124.183.15. Dann drücken wir auf Done und sehen, dass hier ein Minecraft Server ist. Jetzt drücken wir Doppelklick darauf und schon sind wir im Spiel und können rumlaufen. Gut, vielen Dank für das Zuschauen, viel Spaß mit eurem Minecraft-Server und ciao.